John Emil List wurde am 17. September 1925 im US-Bundesstaat Michigan geboren. 1953 wurde List zur US Army berufen und diente in der Infanterie des Zweiten Weltkriegs als Labortechniker. Nach seiner Entlassung aus dem aktiven Dienst 1946 machte er einen Bachelor- und einen Masterabschluss und wurde zum Second Lieutenant der Reservetruppen befördert. Im Jahr 1950, während des Koreakriegs, wurde er wieder einberufen. Während seiner Arbeit lernte er seine spätere Ehefrau kennen. 1951 heiratete das Paar und im Jahr darauf wurde er erneut aus dem aktiven Dienst freigestellt. Er bekam 3 Kinder. 1965 wurde List Vizepräsident einer Bank. Seine Frau litt angeblich an Alkoholsucht und unbehandelter Syphilis. Am 9. November 1971, die Kinder waren noch in der Schule, erschoss List seine Frau und seine Mutter, beide mit einem Kopfschuss. Als seine 16-jährige Tochter und sein 13-jähriger Sohn von der Schule kamen, schoss er auch ihnen in den Hinterkopf. Danach aß er seelenruhig zum Mittag. Er fuhr zur Bank, löste alle seine Konten und die seiner Frau auf. Er besuchte das Fußballspiel seines ältesten Sohnes und fuhr mit diesem nach Hause. Dort angekommen, schoss List auch ihm in Brust und Gesicht. Er begann, einen 5-seitigen Brief an seinen Pastor zu verfassen. Er sähe zu viel Unheil in der Welt und habe seine Familie getötet, um ihre Seelen vor dem Teufel zu bewahren. Er putzte das Haus, entfernte alle Familienfotos, schaltete das Radio auf einen religiösen Sender und verließ das Haus. List vertuschte seine Tat sehr klug. Er schrieb Briefe an die Schulen seiner Kinder und erklärte ihre Abwesenheit mit einem Besuch bei einer Großmutter, welche in einem anderen Bundesstaat lebte. Er bestellte Zeitungen, Post und Milch ab. Erst 4 Wochen nach der Tat fand man die Leichen der Familie. Am 21. Mai 1989, 17 Jahre nach der Bluttat, wurde eine Folge von America's Most Wanted gesendet, welche den Fall aufgriff. In der Sendung zeigte man eine Wachsbüste, welche List zeigte, wie er vermutlich aussehen würde. Am 1. Juni 1989 wurde List verhaftet. Er war erkannt worden. Mittlerweile nannte er sich Bob Clark. Ein Psychologe stellte bei List eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung fest, welche seine Zurechnungsfähigkeit einschränkte. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Am 21. März 2008 starb der mittlerweile 82-jährige List an den Folgen einer Lungenentzündung.